Ja, ciao, benvenuto al Pentecoste Speziale Resultate. Jo, herzlich willkommen zu einem kleinen Pfingst-Spezial hier auf meinem Kanal. Am Fahrzeug kann man, denke ich mal, sich schon ausrechnen, worauf es hinausläuft. Ja, da drüben steht unser Trailer. Und ich würde sagen, bevor ich hier große Reden schwinge, werden wir erstmal hier das Triebwerk starten und unserem Trailer aufsatteln. Ganz schön lang übersetzt hier, wenn das mal gut geht. Kleinen Rückwärtsgang. Ja, soundmäßig natürlich jetzt nicht so auf dem Niveau wie der Scania, weil auch der Dr. Holz Soundmod hier wohl nicht greift bei diesem Mod-LKW. Bisschen Spucke und Gewalt. Geht das immer rein. So, gut. Wieder auf der falschen Seite ausgestiegen, Don. Ja, was haben wir jetzt anders? Bisschen was ist anders? Also wir haben wieder Michelin-Bereifung. Ja. Zu der Michelin-Bereifung noch mal kleinen Tipp. Wir satteln erstmal auf. So, leuchtet da der Trailer mit. Ja, Michelin-Bereifung. Einfach mal den Physik-Mod aktualisieren. Da gibt es ein kleines Update. Während ich hier mal um den Trailer drum rumlaufe und schaue, ob alle Lampen funktionieren und alles verzurrt ist hier. Und nicht mit Ketten hier, einmal frei, zwei Spanngurte drüber. Ob das so reicht, weiß ich zwar nicht, aber wir glauben das jetzt einfach mal. Positionslampen funktionieren, Blinklichter funktionieren, Blinker an sich funktionieren, italienische Kennzeichen haben wir auch dran. Ja, dass wir eine Planierraube geladen haben, dürfte, ist, denke ich mal, jetzt auch den letzten aufgefallen sein. Falls nicht, wir haben eine Planierraube geladen. Ne? Ja, kleines Update, was die Trailer angeht. Goldhofer Trailer jetzt hier dran, ist eine Mod speziell für das Heavy Cargo DLC. Gucken wir mal, warum die Zugmaschine drumherum, wenn wir einmal hier sind. Ja, ich habe da mal ein bisschen Blinkerei dran gebaut, ne? Ja. Explizit für das Heavy Cargo DLC. Liftachse runter. Frei. Gut. Ja, extra dieses. Da verändert übrigens keine Trailer oder irgendwas, der macht einfach nur den Schriftzug anders. Ich überlege gerade, ob ich euch nochmal die Karte zeige. Ja, mache ich. Zeige euch mal die Karte, wo es hingeht. Ja, wir sind in Milano und der Weg führt uns, ja, richtig, ja, ins Zentrum von Italien nach Pescara. Fahren da hier über Modena, Bologna, Ravenna, Ancona. Hier irgendwo liegt übrigens, ja, in dem Bereich liegt Rimini, wo Andreas Schubert immer mal hinfährt. Ja. Von daher wäre diese Kartenerweiterung auch wunderschön für unsere Serie Andreas Schubert Transporte. Ich fahre grundsätzlich gerne Italien, aber ja, leider ist wohl, ja, wie soll ich sagen, also auf die Kartenmod. Nehmen wir die 1, fangen wir eine 1 an.
Mord ist wahrscheinlich... Ich traue mich hier nicht jetzt rechts einzulenken. Wir machen das anders. Ich habe mich jetzt nicht getraut, da so scharf rumzufahren. Aus dem einfachen Grund. Ich habe Angst, dass ich an den Trailer hier hängen geblieben wäre, der neben mir steht, weil die mitlenkenden Ochsen ja so extrem ausschwenken. Deswegen hier mal die kleine Ehrenrunde. Also wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Sag bloß, ich komme nicht raus. Oh, ich lasse die ganze Zeit die Kupplung schleifen. Jetzt. Iron Fryer. So, war jetzt eigentlich stehen geblieben vor der... Boah, wieso geht denn der so schnell aus? Ach, hier geht's bergauf oder was? Das muss mir einer sagen. Vor allem wie Anfänger hier. Hallo? Ich war noch gar nicht, mache ich runter von der Kupplung. Na, schafft er das jetzt an der 2 oder so? Ja, geht. Sind hier hochkonzentriert. Wie gesagt, ich habe schon wieder vergessen, was ich eigentlich euch erzählen wollte. Ja, bei der Kartenerweiterung waren wir stehen geblieben. Darf ich mal? Lässt du mich? Ja, lässt mich. Kartenerweiterung, ich habe mich belesen, ist leider wohl nicht kompatibel mit der Pro-Mods, ja, das wollte ich eigentlich gesagt haben vor gefühlt 20 Minuten, die ist nicht kompatibel mit der Pro-Mods, deswegen ist das ein bisschen schwierig, da das zu kombinieren. Es gibt quasi nur die Möglichkeit, also entweder diese kleine Italien-Erweiterung, diese Italy-Map drauf zu machen oder halt Pro-Mods. Da muss ich euch ehrlich sagen, ist mir die Pro-Mods wichtiger. Da ist mir die Pro-Mods wesentlich wichtiger. Und deshalb, ja, Italien-Map jetzt mal hier als kleines Spezial über Pfingsten. Ich sage jetzt auch absichtlich nicht, wie viel Folgen das hier werden, keine Ahnung. Da habe ich mich Himmelfahrt drauf eingelassen, habe gesagt, oh, wir machen 3 Folgen über Himmelfahrt, ja, und dann sind es doch 4 geworden.
Vom Sound her muss ich sagen, ist der LKW aber richtig gut, finde ich. Klingt super, ist jetzt natürlich, wie gesagt, nicht der bombastische V8 Sound hier vielleicht, wie man vom Scania kennt. Aber trotzdem finde ich auf jeden Fall authentisch. Dann hast du dir das richtig überlegt hier, diese Kombination, dieses Schwerlast-Italien-Ding. Der Wahnsinn hier. Ja, kurz zur Streckenführung noch was, ja. Wir fahren jetzt im Prinzip dann die A1. Richtung Parma. Und Ravenina hieß das, glaube ich. Ravenina oder sowas. Ne, erstmal Richtung Modena. Genau, Richtung Modena habe ich euch eben auf der Karte gezeigt. Ne? Und später dann Richtung Ravenina. Auf der A14. Jetzt noch ein kleines Stück A50 hier. Aber das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Da ist sogar Bologna schon mit dran. Seht ihr das? I want fry. I want fry. Ja, Getriebe oder können wir generell jetzt mal was zum LKW sagen, ne? Wenn wir hier über das Autobahnkreuz gefahren sind. Ja, ein bisschen ungünstig beschildert hier. Man hätte jetzt, für uns ist das egal, wir müssen sowieso rechts fahren, aber wer jetzt Richtung Verona wollte, hätte laut dem Schild auch auf der rechten Spur bleiben können und Richtung Bologna wäre eine separate Abfahrt gekommen, sowas ausgeschildert war aber nicht an dem. Die zwei Spuren haben sich hier aufgeteilt. Maut bezahlen hier. Tschüss. So, und dann erzähle ich wirklich was zu dem LKW. Hab's nicht vergessen. Ach nee, wir fahren ja in der 1 an, haben wir ausgemacht. So, ja, Mercedes-Benz Arox 8x4 Chassis ist ein Mercedes-Benz Motor verbaut. Wer hätte es gedacht, ne? Der leistet 460 kW, umgerechnet 625 PS. Und bringt
geballte 3000 Newtonmeter Kraft auf die beiden Antriebsachsen. Ja, Getriebe. Ja, nicht wundern, wenn ich in der großen 5 fahre, verstehe ich selber gerade nicht. Aber eigentlich ist es ein 12-Gang-Getriebe. Aus einem PowerShift G281 Getriebe mit Retarder. Ist eigentlich ein Automatikgetriebe. Weiß nicht, ob da vielleicht schon der Krebsschaden liegt, aber das glaube ich irgendwie standen nicht. Aber irgendwas. Hoppala. Irgendwas scheint hier nicht so richtig hinzuhauen. Dass ich hier in der großen 5 schon mit 1000 Umdrehungen 80 fahren kann, das ist nicht in Ordnung. So, wo geht's hin? Bologna hier. Schönen Trailer hat er. Muss man jetzt mal so, das muss man lassen, ne? Das muss man ihn lassen. Der hier so langsam. Gehört kein Grund dafür. Schwerlastkonvoi hier. Schwerlastkonvoi. Hat ein Packer oder irgendwas drauf, ne? Ja. Ja, man könnte meinen, wir gehören zusammen. Jetzt kann ich keine Rücksicht mehr nehmen hier auf irgendwelchen Verkehr. Ich muss hier die Spur wechseln, sonst verpasse ich mein Ziel. Ah, Bologna, jawohl. Sind wir schon in Modena hier? Seht ihr das? So schnell geht das. Ja, schade, dass mit dem Getriebe nicht so funktioniert, weil eigentlich der LKW an sich gefällt mir richtig gut. Mods dazu findet ihr wie immer unter der Videobeschreibung unterm Video so rum. Ancona, jawohl.
Sound richtig gut. Ich weiß gar nicht, wo der Sound herkommt. Ob da vielleicht doch der Dr. Holz-Soundmontier greift. Dass wir hier so schönes Zischen und Klacken haben. Aber ich dächte, also ich habe extra geguckt und gelesen. Ich habe ihn aktiviert, also es ist jetzt nicht so, dass er nicht mehr drin wäre. Aber ich dächte, ich hätte gelesen. Oder ich, andersrum, ich dächte, ich hätte nicht gelesen, dass dieser Truck hier dabei ist. So, los, Kit hier, in den Berg rein. Italien übrigens auch tatsächlich Lichtpflicht, ne? Nur mal so als kleine Anmerkung. Wenn ihr in Italien unterwegs seid, egal ob mit einem BKW oder LKW oder Motorrad oder was der Geier ist, mit was. So, mal gucken, jetzt muss ich mal gucken, ob wir hier wirklich auf der Rechtsspur bleiben können, um geradeaus zu fahren. Ne, können wir nämlich nicht. Wenn man nach Italien fährt oder so, immer schönes Licht anmachen. Also den Eindruck, wir müssen die Spur wechseln. Ja, jetzt ist es zumindest aufgemalt. Nee. Jetzt stimmt's aber. Jetzt können wir hier bleiben. Ja, da sind so Kartenaspekte, wo ich sage, das ist doof. Meine Beschilderung war es mal so, wie es jetzt war. Ja, aber aufgrund der letzten Sachen, die wir so gesehen haben, bin ich halt davon ausgegangen, dass wir die Spur wechseln müssen. Und auf der Fahrbahn war ja auch auf der rechten Spur tatsächlich ein Rechtsabbiegerpfeil aufgemalt. Also ein Stückchen rollen lassen, hier kommen wieder Kurven. Aber doch nicht so schlimm, wie erwartet. Ja, ja, Automatikgetriebe hatte ich erst überlegt, ob ich vielleicht doch mal Automatik fahre. Kaum die Überlegung angestellt, muss ich auch schon selber schmunzeln und mit dem Kopf schütteln. Dachte ich, nee. Nee, dachte ich. Wie langweilig. Ah.
Aber nur um Gas gehen, schaltet da runter. Die Frage ist, brauchen wir das? Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Mal ein bisschen eine Kartenübersicht mit mir erhaschen, aber funktioniert nicht so richtig. Ja, wollte gerade sagen, die Brücke dürfte kein Problem sein, Überhöhe haben wir nicht. Sind nur etwas länger und etwas schwerer. Bis jetzt eigentlich recht anspruchsvolle Strecken hier. Es war jetzt nichts, wo ich sage, dass hier auf der Karte Langeweile aufkommt. Ich muss immer ein bisschen gucken hier an die Kurven im Auge behalten. Finde ich zwar dafür, dass wir auf einer Autobahn sind, respektive Autostrada. So wie es in Italien heißt, finde ich das immer ein bisschen suboptimal, aber was soll's. Das ist das Einzige, was mich in Sachen kartenmäßig noch richtig nervt, kann man sagen, oder was heißt nerven, enttäuscht irgendwo, dass wir eben momentan noch nicht in der Lage sind, mal nach Italien zu fahren im Truck Simulator, also richtig nach Italien, nicht mal, also diese Norditalien hier, Tirol und so, das haben wir ja, aber dann ist eben Schluss hier, Bologna, Rimini, wo das dann erstmal anfängt interessant zu werden, sage ich jetzt mal. Ist ja leider Gottes Schluss. Promotz arbeitet auch dran. Gibt zwar so ein kleines Italien-Team, aber das scheint nicht besonders groß zu sein, weil es dauert relativ lange, bis da mal was veröffentlicht wurde oder wird. Deshalb sind wir da eben auch noch nicht so weit. SCS-Software hat noch gar nichts irgendwie angekündigt in die Richtung. Gab es ja jetzt erst Vive la France sind, oder das heißt jetzt erst schon ein paar Tage her. Ja, aber gab eben noch nicht mal eine Ankündigung oder irgendwas. Jetzt müssen wir wirklich rüber. Der Modder hat im Forum geschrieben, der die Karte hier gemacht hat, dass der schon, ach ich weiß gar nicht seit welcher Version, 1. Ich sage jetzt mal irgendwas, stimmt nicht, aber ich sage jetzt mal seit Version 1.12 dabei ist, die Karte hier zu bauen. Also der baut schon ewig da dran rum hier.
Ja, und deswegen hier auch wahrscheinlich diese altmodischen Auf- und Abfahrten, wo die Spuren sich aufteilen und die Autobahn sich aufteilt. Da hat das wahrscheinlich schon vor 2 Jahren hier gemoddet. Und dann kommen erst hier Skandinavia und Vive la France raus und solche Schätzchen, wo wir eben dann auch gescheite Auf- und Abfahrten gekriegt haben. Sieht es hier manchmal eben noch ein bisschen altmodisch aus. Hier will ich wohnen, genau neben der Autobahn. Geil. Einfach nur geil. Und dann schön in Schichten arbeiten, hier und auch der Nachtschicht versuchen, sich da hinzulegen. Polizia. Was erwartet uns hier? Pescara, geradeaus. Pescara, unser Ziel. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir rechts bleiben dürfen oder... Ne, dürfen wir nicht. Sieht nicht so aus. Also vom Verkehr hier, der sich verhält. Genau. Ja, das Schöne hier halt in Italien, im Gegensatz zu, wie wir es jetzt zum Beispiel in Polen haben, mit diesen Mautstationen, die sind halt alle außerhalb von der Autobahn. Das heißt, wir kommen erst wieder an der Mautstation, wenn wir die Autostrada hier verlassen. Wir müssen hier nicht bei jeder Pumpelabfahrt oder vor jeder Großstadt hier anhalten, Maut bezahlen, und wenn du an der Stadt vorbei bist, löst du dann ein Ticket und fährst bis zur nächsten Stadt und bezahlst wieder den Streckenabschnitt und so weiter. Hier bezahlst du eben erst, wenn du runterfährst. Schon eher runterschalten, aber irgendwie habe ich den Tempomat hier richtig ausgemacht. haben wir hier Schnee oder was? Habt ihr das gesehen gerade im Spiegel? Da ist wie so Schnee, als ob wir durch Schnee fahren würden. Deswegen ist ja keiner so unheimlich verreckt hier. Wenn ihr es nicht gesehen habt, nochmal zurückspulen ein kleines Stückchen und kurz vor dem Tunnel mal in den Spiegel gucken. Wie jetzt wieder, seht ihr das? Sollen wir hier Schnee fahren?
wird so aufgewirbelt. War doch nicht die ganze Zeit schon, oder? Auch jetzt sogar im Tunnel. Toll. Was ist denn das für ein Käse? Jetzt wieder weg. Jetzt ist es wieder weg. So, ihr seht das schon auf dem Navi. Jetzt fahren wir hier von der Autostrada runter und dann kommt schon dieses Symbol hier. Da müssen wir dann unsere Maut bezahlen, die wir jetzt hier quasi verfahren haben. Ach, hier ist auch die Karte zu Ende. Seht ihr das? So, bremst nicht mehr. War schon die größte Retarderstufe. So, ihr haltet alle an hier, oder was? Sehe ich das richtig? So, wollen wir unsere Maut bezahlen? 93 Euro. Na, werdet euch einig. Fahr doch einfach um die Kurve, Mensch. Stokes, jawohl, das ist unsere Firma, unsere Ableitestelle. Also grundsätzlich kann ich aber schon mal sagen hier, das Fahren mit diesen Trailern hier ist wirklich eine Sache der Gewohnheit. Man muss eben anfangen, man muss eben jetzt hier langsam einlenken und dann immer mehr, immer mehr, immer mehr, dass man den Trailer erstmal, sag ich mal, wegbekommt von dieser Gefahrenstelle. Hä? Das ist hier euer Ernst, oder? Da steht ein Gabelstapler auf meinem Stellplatz. Gut, ich würde sagen, ich schlage jetzt mal vor, wir parken einfach da hinten ein. Oder wollen wir das hier mal probieren? Ach, wir probieren es einfach mal. Wir probieren es hier einfach mal. Natürlich die letzte, ekligste Ecke, die wir jetzt hier haben, ist klar, ne?
aber wir probieren es. Ich glaube zwar nicht, dass wir das jetzt hier über links schaffen, aber... Doch, könnte man schaffen. Mit lenkender Achsen sei Dank. Ja, das muss natürlich jetzt noch einfach mit regnen, gell? Völlig klar. Und mit lenkender Achsen, hast du eben selber gesagt. Wie gesagt, wir können ja nicht bis ganz runterfahren wegen dem Gabelstapler. Aber wir tun mal so, also wir fahren, wir parken hier auf quasi ein, als wäre der Stapler nicht da. Und fahren halt nicht bis ganz zurück und dann ist gut. So, aber wir können schon mal ein kleines Resümee ziehen hier. Also der LKW, abgesehen jetzt mal vom Getriebe, aber da denke ich mal, das ist irgendwo eine Einstellungssache. Gefällt mir richtig gut. Richtig, richtig gut sogar. Ist halt nicht so dieses, sage ich mal, riesengroße, ja, Showprogramm ringsrum. Der ist eben relativ... konventionell gehalten. Und ich glaube, den gibt es nämlich auch als normalen Sattelzug, also als 4x2. Von daher gefällt mir der Truck schon mal recht gut. Die Karte, muss ich euch ehrlich sagen, war jetzt nicht so begeistert von. Ist schön, dass wir ein bisschen was von Italien dabei haben, aber wie gesagt, eben alles ziemlich veraltet. Und hat mich jetzt nicht so angesprochen, hat mich eben mehr an die Vanilla Map erinnert wie alles andere. Deswegen auch für mich jetzt der Entschluss erstmal fest, dass wir auf jeden Fall weiter Promods fahren. Ne, jetzt hatte ich zwar am Anfang schon mal angedeutet, dass es so wird, aber jetzt nichts dabei. Uiuiui. Wie gesagt, war jetzt nichts dabei, dass ich sage, das habe ich vom Horror, jetzt tausche ich die Karten, also das ist ein gutes Problem, machen wir nicht. Zum DLC muss ich nichts weiter sagen, haben wir Himmelfahrt schon mal drüber gesprochen. Wie gesagt, finde ich richtig geil. Fahrmäßig Gewöhnungssache, aber cool. Und ja, ich würde sagen, haben wir alles gesagt, was es zu sagen gibt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir Däumchen nach oben da. Abonniert, kommentiert, bis es Zeug hält. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bald schon rechts. Grüß die Leute. Macht's gut. Ciao.